Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Video. Und ihr seht schon oben links in der Ecke, es ist ein neues DLC angekündigt worden. Ein Announcement-Trailer dazu ist rausgekommen, nämlich das Australia-Pack. Und diesen Trailer wollte ich mir gemeinsam mit euch jetzt angucken und das Ganze mal so ein bisschen analysieren. Ich würde sagen, wir schauen ihn jetzt erstmal einfach einmal gemeinsam an. Sehr kurz, sehr knackig. Das Ganze kommt am 25. August raus, wie ihr seht. Aber man hat sehr viel gesehen. Man hat auch schon das ein oder andere Tier gesehen, was neu reinkommt. Wir starten jetzt mal von Anfang an und machen mal so ein bisschen Stoppbilder. Hier sehen wir nämlich schon das erste Tier von hinten. Das dürfte ein Känguru sein. Oder ein Wallaby. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht genau aus. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Sieht schon mal sehr schön aus. So, hier stoppen wir auch nochmal. Hier sieht man nämlich nochmal mehrere Kängurus. Und auch neue Bäume. Die haben so eine sehr rote, trockene Rinde. Die Zäune hier sind auch neu. Und auch diese Gräser, diese ausgetrockneten. Die gab es vorher so auch noch nicht. Also teilweise zumindest sind die neu. Die Büsche hier, die sind schon drin gewesen. Aber teilweise sind die neu. Also was sehen wir hier? Hier sehe ich jetzt auf die Schnelle nichts Neues. Außer diese weißen Bäume vielleicht. Ich glaube, die sind neu. Und das hier hinten? Hinter dieser Schrift, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, diese braunen Balken, die sind, glaube ich, auch neu. Oh, das ist auch sehr schön. Hier sind solche Malereien auf den Steinen, auf den Felsen. Finde ich richtig cool. Und auch hier diese Sonnenschutz- oder Überdachungsdinger, da sind auch neu. Sind das hier auch neue Wege? Ich glaube nicht, ne? Das sind diese ganz normalen Standardwege, glaube ich. Das Schild hier scheint noch neu zu sein. Diese orangenen Schilder, die sind ja so richtig klassisch für Australien. Hier sieht man nochmal die neuen Pflanzen hier vorne. Geht's? Oh, da haben wir das nächste Tier gesehen. Ganz sneaky. Da muss ich nochmal zurückspulen. Ist gerade gesehen. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Da. Was ist das? Das ist ein Emu? Ne, ich glaube nicht, ne? Hier sieht man auch das Schild. Was ist das für ein Tier? Ich habe keine Ahnung, Leute. Schreibt's gerne in die Kommentare. Hier sieht man es auf jeden Fall. Das ist ja cool. Da muss man echt aufpassen, dass man alle Infos mitbekommt. Diese ganzen neuen Holzsachen sehen ja auch super cool aus. Hier sind auch nochmal das Schild. Nochmal die Überdachung. Und hier auch nochmal wieder ganz viel Wanddeko. Solche Teile sind richtig cool. Da kann man richtig viel draus zaubern. Aus so kleinen Teilen. Da kann man richtig schöne Deko machen. Hier ist auch nochmal schöne Deko. Sieht schon alles toll aus. Sehen wir hier noch neue Tiere? Meistens ist in so einem DLC ja, wie viele Tiere sind da drin? Vier? Drei? Ich glaube vier, ne? In der Regel. Hier sieht man es auch nochmal von näher. Ach, hier, das ist auch cool. Es scheint jetzt auch so animierte Deko zu geben. Das ist mega cool. Solche animierten Sachen hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? So animierte Deko. Und hier, was ist das denn für ein Dach? Das ist ja auch interessant. Okay, nice. Ich bin echt gespannt. Das Ganze kommt natürlich zusammen mit dem kostenlosen Update. Oh, hier ist auch so ein kleiner Pool. Der ist, glaube ich, auch neu. Meine Augen scannen gerade den Bildschirm nach neuen Sachen. Also die Bäume hier sind auch neu. Die weißen, dann diese Bäume sind neu. Ja, hier sind sicherlich einige neue Sachen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich was übersehe. Diese ganze Wanddeko hier ist auch neu. Ich bin echt gespannt auf die Tiere. Ein Australia-Pack, das hat uns ja auf jeden Fall noch gefehlt. Das Problem ist leider, Leute, ich bin am 25. August im Urlaub. Das heißt, wir können das nicht direkt zusammen zocken. Ich werde es dann wahrscheinlich erst eine Woche später oder so spielen. Aber das macht ja nichts. Das war auf jeden Fall der Announcement-Trailer von dem neuen Australia-Pack, was am 25. August für Planet Zoo kommt. Mit dem kostenlosen Update, was auch nochmal coole Änderungen in das Spiel bringt. Unter anderem diese Vending-Machines. Wie heißen die denn? Diese Automaten, mit denen man was ziehen kann und sowas. Die kommen ins Spiel, die sind dann auch animiert, da ziehen die Leute auch wirklich was. Und diese Farbvariation und. Also da sind noch ein paar Sachen drin. Ist richtig, richtig cool. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.